Hey Leute, das hier ist der Rinko Macman 228W Mod und ich glaube, ich mag ihn vor allem deswegen, weil ich ihn nicht bezahlen musste. Die Firma Rinko, die schicken mir andauernd Zeug zu. Und ich habe bisher noch nichts irgendwie in die Kamera gehalten oder sowas, weil das war bisher immer irgendwie uninteressant. Die haben den Manto S, der sieht aus wie ein Klon, und die haben den Manto X, der sieht aus wie ein Klon. Der eine wie der von Rinko, der andere wie von Tesla 6. Dann haben sie ein paar Pod-Systeme, die sehen irgendwie aus wie die Xeed von Joytech, und das andere sieht aus wie so ein Standard-Pod. Es war nie interessant. Und dann ist dieses Paket hier bei mir ins Haus geflattert. Das ist der Rinko Macman 228, in dem Fall als Kit mit noch einem Verdampfer dabei. Um den Verdampfer soll es nicht gehen. Wir gucken nach dem Akkuträger. Und bevor das soweit ist, mache ich mir ein Bier auf. Ein Freund von mir war in Ruanda und hat mir ein Bier mitgebracht. Und zwar diese ziemlich geilste Flasche aller Zeiten. Turbo King, Alter. Das ist Turbo King. Das ist Turbo King. Das ist ein Dark Ale. Und ich glaube, da ist kräftig Zucker und so mit drin. Ich habe mir ein paar Werbespots dazu angesehen und die stellen das so dar als das Bier der hart arbeitenden Bevölkerung. Oh, 6,5%. Ist nicht filtriert, es ist, hat eine schön braune Farbe. Das riecht wie ein Malzzuckerschock. Turbo King. Prost. Das ist irgendwie ganz gut. Also ich habe da jetzt tatsächlich was Unspektakuläres erwartet. Es hat ein bisschen Röstnoten, es hat kräftig Malz und es schmeckt nach Alkohol. Geschmacklich wüsste ich jetzt gar nicht, was es ist. Hätte ich gesagt, es ist ein belgisches Bier. Nicht ganz so fein, alles so ein bisschen grob da drin, was den Geschmack angeht. Es schmeckt wie ein Belgier. Es ist eigentlich ziemlich gut. Ich mache mal ein Foto für meinen Untappd-Account. Das Bild gibt's nachher auf Untappd, wenn ihr mich da irgendwie adden wollt, falls ihr auch Interesse an Bier habt. Hier unten ist ein Link zu meinem Untappd. Turbo King. Schon irgendwie geil. Aber, wo war ich? Ja, der Macman 228, Macman 228 Mesh Kit. Da drin war eben dieser eine Akkuträger und da drin ist noch so ein Mesh-Verdampfer, über den möchte ich nicht reden, alleine schon aus dem Grund, das Kit an sich ist in Deutschland noch nicht verfügbar, den Akkuträger kriegt ihr aber. Und wie erwähnt, waren die Designs von denen bisher immer sehr, sehr nah, also sehr nah an anderen Akkuträgern. Und das hier ist einer, wo ich so dachte, ich kenne dieses Design nicht. Es scheint was Eigenes zu sein. Und es sieht, meiner Meinung nach, das ist natürlich Geschmackssache, es sieht grauenhaft aus. Viel zu sehr einen auf robust gemacht. Dann gibt es hier drunter diese Dekore und bei mir war da jetzt so ein pixeliges Camouflage. Ich bin kein Fan von Camouflage. Ich finde, das sieht, ja, nicht meine Art. Und ich hatte da noch Glück, es gibt schlimmere. Es gibt da noch einen mit Stars and Stripes, der sieht grauenhaft aus. Es gibt einen mit so einem Wolf, das ist schrecklich kitschig. Und man kann auch diese Frontplatte hier runterschrauben und kann was Eigenes hinten dran machen. Aber ein Punkt ist, hätten sie mir diesen Akkuträger nicht kostenlos zugeschickt, ich hätte ihn im Laden niemals in die Hand genommen. Schon von weitem hätte ich gesagt, boah, sieht das kacke aus. Das nehme ich nicht in die Hand. Wie gesagt, das ist Geschmackssache. Und dann kam mein Sommerurlaub. Im Sommerurlaub bin ich ehrenamtlicher Helfer bei einem Kinderzeltlager und da will man echt nichts mitnehmen, was irgendwie fein ist oder so, denn dort wird alles dreckig, dort fällt alles runter, da werden Dinge halt beansprucht. Und da dachte ich, pass auf, ich guck mal, ob er funktioniert, und er schien zu funktionieren. Ich nehme einfach den hier mit, wenn der kaputt geht, mir egal. Ich finde ihn ja nicht so cool. Und hab mich mit diesem Teil halt erstmal irgendwie so ein bisschen vertraut gemacht. Wir können ja mal ganz kurz schnell gucken. Das Display sieht so aus, wie so Displays halt so oft aussehen. Wir haben einmal eine Akkustandsanzeige. Daneben wird angegeben, in welchem Modus wir uns gerade befinden. Das ist jetzt hier VW, also Variable Voltage.
Darunter steht die Leistung, 49 Watt. Dann gibt es eine Anzeige, wenn man zieht, wie lange man zieht, wer es braucht. Darunter der Widerstand der Coil und dann darunter in Volt die Spannung, die gefeuert wird, wenn wir feuern. Plus- und Minustasten, das ist soweit selbsterklärend. Das Teil kann geregelt werden bis 228 Watt. Und fängt bei einem Watt an. Ich bin da immer so bei 40 bis 50 irgendwo. Was mir dabei so ein bisschen auf die Nüsse geht, ist die Geschwindigkeit, mit der die Box geregelt wird. Denn wenn ich jetzt bei 40 Watt bin und ich versuche zu 50 zu regeln, dann fängt er erst langsam an und rast dann wie ein Irrer. Ich bin jetzt direkt bei 59. Das macht mich ein bisschen wahnsinnig. 37 auf die 40 zu kommen. Hätte man ein bisschen eleganter lösen können. Und dann halt gibt es so die Standards. Also fünfmal klicken. Dann ist er aus. Nochmal fünfmal klicken. Dann ist er wieder an. Dreimal klicken. Und ihr kommt ins Menü, mit dem ihr einstellen könnt, auf welche Art und Weise das Ding befeuert werden soll. Jetzt momentan steht es auf Variable Voltage. Das nächste ist der Bypass-Modus, da müsst ihr ein bisschen aufpassen, denn die Akkus sind seriell geschaltet. Das heißt, da wird eine ganze Menge Pump auf die Coil gedrückt, wenn ihr jetzt feuern solltet. Dann kommt die Temperaturkontrolle einmal für Nickel, für Titan, für Edelstahl, für eine eigene TCR-Angabe. Und wir sind nochmal bei Variable Voltage. Eine weitere Funktion ist, beide Tasten Plus und Minus gedrückt halten und das Gerät ist gelockt. Und jetzt könnt ihr es nicht mehr verstellen. Nochmal gedrückt halten. Und das Ding ist wieder frei. Das sind alle Funktionen, die das Ding hat. Hier geht es einen USB-Anschluss, darüber kann geladen werden. Das solltet ihr normalerweise halt nicht tun, sondern ladet lieber in einem anständigen Ladegerät. Und hier hinten ist der Akkudeckel. Wenn ich den abnehme, sind hier... Was geht ab? Die Skate Parade fährt hier gerade durch. Hallo 90er, schön, dass ihr wieder da seid. Okay, dann ist es jetzt halt laut. Ja, ist das so. Also hier werden zwei 18650er eingelegt. Es gibt hier so ein Rückholbändchen, mit dem man die Akkus rausholen kann. Die sind einfach einzulegen, ansonsten ist das hier alles sehr clean. Gucken wir kurz auf die Oberseite. Hier ist ein 510er, der so ein bisschen Fat Daddy mäßig ist. Der Minuspin ist federgelagert und... Entschuldigung. Wow. Turbo King. Rim, rim. Und... hat hier zwei Torx, mit denen er wieder festgezogen werden kann, falls da mal irgendwie zu viel Beanspruchung war. Tatsächlich haben sich die Schrauben auch schon mal ein kleines bisschen gelöst. Nachziehen, alles gut. Auf der Vorderseite ist, wie gesagt, dieses, wie ich finde, sehr, sehr hässliche Camouflage-Dekor. Ist Geschmackssache. Das Ding ist, ihr könnt diesen Rahmen mit diesen vier Schrauben lösen und könnte irgendwas anderes drunter packen, und zwar was eigenes. Am besten was einlaminiertes, das ihr euch ausschneiden könnt. Könnt ihr drunter legen, nochmal zumachen. Habt ihr neues Design. Die Idee fand ich eigentlich ganz gut. Oh! Danke fürs Abo! Der Verdampfer oben drauf ist übrigens seit Jahren der Rumormeister Supreme RDTA V2. Und da drin ist Pina Colada von Dark Burner. Ich habe gerade irgendwie eine Ananasphase und eine Kokosphase und beides kombiniert ist tolles Pina Colada. Irgendwie sagt mir sowas gerade zu. Naja, Punkt 1 ist, ich hatte jetzt für anderthalb Wochen einen Akkuträger mit dem Urlaub, den ich niemals dabei gehabt hätte. Hätte ich mich für was entscheiden müssen, was ich mir selbst gekauft habe, denn das wäre dieser hier garantiert nicht gewesen, denn ich hätte ihn im Leben nicht gekauft. Und dann habe ich im Urlaub zwei Dinge gemerkt. Erstens, er ist sehr zuverlässig. Der Feuertaster, den wir hier haben, von dem meine Freundin übrigens dachte, es wäre ein Kippschalter, tut immer genau das, was er soll, mit einem angenehmen Druckpunkt. Das Ding liegt gut in der Hand. Das ist, obwohl es jetzt so kantig ist und so ein bisschen verwinkelt aussieht,
Das liegt gut in der Hand. Das hat so einen Grip. Das mag ich. Deckel hinten mit den Magneten. Das hält bombenfest. Klappert nichts bei diesem Ding. Man hört jetzt so das Liquid hier oben ein bisschen schwabbeln, aber es klappert echt nichts. Der ist in der Zeit einige Male runtergefallen, hat viel Dreck abbekommen. Und das Gehäuse ist sehr stabil. Was überhaupt nicht stabil ist, ist die Farbe von dem Ding. Der ist jetzt schwarz lackiert und dass der so runtergerockt aussieht, das habe ich innerhalb von 3,5 Monaten oder so geschafft. Er sieht aus wie Sau. Und als die ersten Stücke vom Lack abgeplatzt sind, dachte ich so, das ist ja jetzt nicht so cool, dass hier so der Lack wegplatzt. Und da wären wir bei Punkt 2, was ein kostenloses Gerät angeht. Hätte ich ihn mir gekauft, was ich ja nicht getan habe, hätte ich ihn jetzt ins Geschäft zurückgebracht und hätte gesagt, ey, das mit der Farbe hier, das ist nicht cool, ich würde ihn gern zurückbringen, da kann, also der hält ja gar nichts aus. Wenn so einzelne Lackabplatzer an so Geräten, das sieht immer scheiße aus. Das mag ich nicht. Ich bringe ihn aber natürlich nicht zurück, denn ich habe ihn nicht bezahlt. Ich benutze das Ding einfach weiter. Und nachdem ich so dachte, er ist irgendwie recht zuverlässig und er liegt gut in der Hand, habe ich ihn weiter und weiter und weiter benutzt. Ich hatte das Ding mit in Zeitz. Ich hatte ihn jetzt mit am Wochenende in Braunschweig. Ich benutze das Ding jeden Tag. Ich werfe ihn einfach, ohne drüber nachzudenken, in meine Fahrradtasche. Ist mir egal. Mittlerweile ist die Farbe so dermaßen runtergeballert, dass ich finde, er sieht jetzt ganz gut aus. Er ist halt Punkrock. Als hätten wir irgendeinen Kriegsveteran überlassen oder so. Das Ding ist halt, ja, das sieht halt aus wie NATO-Material, ja. Und aus irgendwelchen Gründen lege ich den jetzt seit Monaten nicht mehr aus den Fingern. Und so scheppig wie er ist, er hat mich noch nie im Stich gelassen. Ich habe keine Angst, irgendwas dran kaputt zu machen. Er hält super gut. Hier vorne gibt es diese hochglanzverspiegelte Fläche. Keine Kratzer. Auf dem Display keine Kratzer. Farbe völlig runter. Und irgendwie habe ich das Gefühl, jetzt wo die Farbe so runter ist, er trägt so irgendwie meine Handschriften. Das ist jetzt mein Mod. Du bist hässlich, aber ich kann dich irgendwie gut leiden. Und daraus habe ich irgendwie die Lehre gezogen, ja, es macht einen Unterschied, ob man ein Gerät kostenlos bekommt oder nicht. Und zwar nicht oft, aber in dem Fall war es so. Und dazu sei gesagt, die haben mir kein Geld gegeben für ein Review oder sowas. Die schicken mir halt einfach Sachen zu, wie irre. Und hoffen, dass dann halt irgendwann vielleicht irgendwas kommt. In deutschen Shops kostet das Ding irgendwie so was um die 50 Euro. Und da stellt sich mir die Frage, gebe ich eine Kaufempfehlung? Und ich würde sagen, jein. Also aufgrund dessen, dass die Farbe halt wegplatzt, wie bescheuert. Und das Ding eigentlich nicht gut aussieht, würde ich sagen, nee. Die Menüs sind sehr minimalistisch. Wenn man da mehr will, das hat schon so den Charme von vor 3, 4, 5 Jahren. Würde ich ihn mir wieder kaufen? Nee. Also wenn ich vor der Entscheidung stehe, ich soll dafür Geld ausgeben, würde ich jetzt sagen, ich will das nicht. Aber hergeben würde ich ihn jetzt auch nicht. Das ist jetzt halt mein Mod. Was mich zudem irritiert hat, ist der Name. Der heißt MacMan, wie mechanisch. Und der ist nicht mechanisch. Der ist mechanisch herausgefordert. Also auf jeden Fall, was die Farbe angeht. Keine Ahnung, woher der Name kommt. Ich meine, könnt ihr irgendwie nachvollziehen, was ich meine? Geht es euch auch so, dass ihr ein Gerät habt, wo ihr sagt, eigentlich mag ich es nicht, aber es ist das hässliche Kind, was ich furchtbar lieb habe. Könnt ihr verstehen, was ich mit dem Video sagen wollte? Hier unten gibt es ein Kommentarfeld. Ihr könnt mir ja mal was schreiben. Das ist alles, was ich zu dem Ding zu sagen habe. Vielleicht habe ich auch ein bisschen was vergessen. Ich habe schon sehr lange kein Review von einem Akkuträger mehr gemacht. Wenn es noch Fragen gibt, auch hier einfach hier unten reinpacken. Ich gucke mal durch, vielleicht kann ich ein bisschen was beantworten. Und wie immer, danke für eure Zeit, danke fürs Einschalten, danke fürs Dranbleiben bis zum Ende. Danke an Stefan für Turbo King. Wenn ihr es tun wollt, macht einen Daumen hoch oder runter, abonniert den Kanal, drückt mal auf die Glocke, verteilt das Video, wenn ihr die Möglichkeit habt. Das wäre super für mich, da meine Reichweite gerade tierisch einbricht wegen YouTube.
guckt das nächste Mal wieder rein. Ich freue mich immer, wenn ihr einschaltet. Ja, bis dann. Ciao.